Schokolade, Brezel und Brot aus der Dose. Das werden die 15.000 Polizeibeamten beim G20-Gipfel in 2 Monaten essen. Die Verpflegung der Einsatzkräfte ist eine immense logistische Herausforderung für die Hamburger Polizei. Schon jetzt werden dafür täglich hunderte Verpflegungspakete gepackt. Hier wird zentral die Kaltverpflegung für die im G20-Einsatz tätigen Mitarbeiter vorbereitet. Wir sind hier dabei, insgesamt 185.000 Kaltverpflegungspakete zu packen. Die sehen Sie hier, wird von den Mitarbeitern selber der Polizei Hamburg gemacht. Diese werden gepackt und draußen in bereitgestellte Kühlcontainer zwischengelagert und dann zu den Einsatzzeiträumen hier dann auch zentral ausgegeben. Diese 40 Kühlungscontainer sollen die Lebensmittel bis zum Einsatz frisch halten. Und die Power werden die Einsatzkräfte wohl brauchen. Zu dem Mammut-Event Anfang Juli wird Hamburg in den Blickpunkt der Weltpolitik rücken. 100.000 Konferenzteilnehmer werden in der Hansestadt erwartet, ebenso viele G20-Gegner sowie zahlreiche Gäste und Journalisten.